Ja, hallo RCK Glattbahn-Freunde. Ich begrüße euch zum heutigen Video. Als erstes möchte ich euch ein gutes neues Jahr wünschen, denn wir haben uns ja noch nicht gesehen. Ich hoffe, ihr seid gut reingekommen und konntet auch so ein bisschen feiern. Ja, wie ihr im Intro-Video auch schon gesehen habt, geht es heute wieder mal um den SNRC, R3C oder auch CR genannt, also die Club Racer-Version. Ich habe euch hier ja noch ein kurzes Fazit-Video versprochen. Und das möchte ich euch heute präsentieren. Für manche von euch, die die anderen Videos bereits gesehen haben, wird es teilweise eine Wiederholung werden. Aber es gibt natürlich auch neue Informationen, die ich gerne mit euch teilen möchte. Als erstes ganz wichtig zu sagen, dieses Video oder die ganze Videoserie ist in keiner Form gesponsert. Nicht von SNRC und auch nicht von Team Undercover oder irgendwelchen Elektronikherstellern. Gar nicht, also das Fahrzeug und die Komponenten sind alle von mir für mein privaten Geld bezahlt. Nur so für euch als Information, damit ihr auch wisst, dass das hier keine Werbung ist. Dann fangen wir mal vorne an und gehen auf das Chassis ein. Wenn ihr diesen Baukasten bestellt, also Baukasten in Anführungsstrichen, denn das Fahrzeug kommt in komplett aufgebaute Form. Ihr müsst nur noch die Karosteher anschrauben und vorne den Bumper, da es sonst nicht so gut in die Verpackung passt. Wird es komplett aufgebaut geliefert. Diese vier Räder sind mit dabei, also da kann ich nicht wirklich sagen, ob die gut sind, habe ich auch nicht versucht, aber die sind einfach mit dabei. Ich denke, die werden outdoor schon fahrbar sein. Dann ist eine Anleitung mit dabei. Es ist ein Hauptzahnrad, ein grob verzahntes mit, ich muss kurz spicken, 84 Zähnen dabei und es ist auch ein Ritzel mit dabei. Das Ritzel hat 27 Zähne und wenn man das dann ausrechnet, bekommt man eine Untersetzung von 5,91. Jetzt aber weiter zum Fahrzeug. Dieses Auto wird natürlich komplett ohne elektronische Komponenten geliefert, also kein Servo, kein Empfänger, kein Regler, kein Motor, kein Lüfter und nichts dabei. Das müsst ihr euch selber anschaffen und verbauen. Da haben mich auch schon mehrere gebeten, dass ich mal vielleicht ein Video dazu machen soll. Ja, werde ich wahrscheinlich auch mal machen, aber ich bitte da immer um etwas Geduld. Also solche Videos dauern ja immer ein bisschen, bis ich sie produziert habe. Aber dann erstmal zur allgemeinen Ausstattung. Um da besser drauf eingehen zu können, möchte ich erwähnen, dass es drei verschiedene Autos gibt von SNRC, also in der R3-Version. Es gibt wirklich die Einsteiger-Basis-einfache Version, möchte ich mal sagen. Und zwar hat die kein Kohlefaser-Chassis, also kein Carbon verbaut, sondern so ein Fiberglas-Chassis. Dann gibt es die Version hier mit Carbon und ein paar aufgewerteten Teilen. Und dann gibt es noch die Pro-Version, die wirklich fürs Racing komplett gedacht ist, mit besseren Stahl, also Federstahlkomponenten und noch ein paar weiteren Upgrades. Was diese Version auszeichnet, da möchte ich jetzt mal im Detail drauf eingehen. Und da gehen wir mal einfach durchs Auto durch. Wir sehen hier in der Mitte, da sitzt das Hauptzahnrad. Wir haben einen Riemenantrieb, bei dem beide Riemen gleich lang sind. Das heißt, wir haben einen Mittelantrieb. Der Motor sitzt leicht versetzt von der Hinterachse. Vorne haben wir eine komplette Spool verbaut, also eine Starrachse. Unten hinten ein Differential. Das Differential erinnert schon sehr stark an das von X-Ray, muss ich sagen. Ist eigentlich ein Standard gutes Differential. Dann sind die Antriebsstränge hier in solchen exzentrischen Pfannen gelagert. Und die unteren Balketteile, die sind allerdings aus Kunststoff bei der Version gefertigt. Also wie gesagt, die Club Racer Edition. Wo sich die Autos auch noch unterscheiden, fällt mir gerade ein. Die unteren zwei, die sind in Rot eloxiert. Und die Pro-Version, die ist in so einem grünlichen Ton eloxiert. Aber wie gesagt, schaut mal bei Team Undercover vorbei. Da seht ihr diese drei Versionen ganz gut. Ich verlinke euch die Seite auch mal in der Infobox unten. Dann sieht man hier auch, dass ein Akkuhalter verbaut ist. Also ein relativ einfacher und ziemlich globig großer. Aber ich muss sagen, er erfüllt komplett seine Funktion. Also da gibt es auch nichts zu meckern dazu. Was auch besonders ist an dem Chassis, dass die Bohrungen an der Chassisplatte so gemacht sind, dass ihr jederzeit das Setup von links auf rechts drehen könnt. Also wenn ihr sagt, ich möchte das Servo und den Motor auf die andere Seite packen, genauso wie den Empfänger, dann könnt ihr das jederzeit tun, denn diese Komponenten sind so gefräst, dass man das relativ einfach machen kann. Also ist komplett darauf vorbereitet. Habe ich jetzt so auch noch nie gesehen. Zu den Schrauben und die allgemeine Verarbeitung von Carbon finde ich sehr, sehr gut. Also da gibt es nichts zu meckern.
Das passt ja eigentlich bei den meisten Herstellern. Was man eigentlich immer machen muss, vorne den Bumper so ein bisschen abschleifen, weil der ist immer zu hoch. Da kenne ich fast eigentlich gar keinen Hersteller, der das richtig macht. Das ist immer so, dass man das ein bisschen hier abziehen sollte. Und ansonsten zu den Federn, da sind eigentlich andere dabei. Das sind solche silbernen Federn. Ich weiß jetzt nicht, welche Härte die haben, aber wie ich gesehen habe, gibt es da auch andere. Aber da ich in meiner Box einfach schon X-Ray-Federn hatte, habe ich die jetzt einfach verwendet, da ich mich da auf der Bahn so ein bisschen ausprobieren wollte. Die Federn ändert man ja ganz gerne mal, um das Fahrzeug seinen Wünschen anzupassen. So, wenn wir jetzt weitergehen, dann sehen wir auch die Lenkung. Die ist hier komplett aus Alu. Also nicht nur die Bolzen, sondern auch diese Lenkhebel, nenne ich mal die inneren. Die sind auch aus Alu gefertigt. Also das Spiel hier von der Lenkung, das ist auch in Ordnung. Das fühlt sich soweit auch gut an. Hier, ja, könnte ein bisschen härter sein, aber das kommt euch zugute, falls ihr mal einen Einschlag oder sowas habt, dann bricht nicht da gleich der Kunststoff ab. Was auch eine Besonderheit ist, habe ich jetzt so noch nie erlebt, dieser Radmitnehmer wird innen durch einen Stift praktisch an seiner Position fixiert, aber er ist nicht arretiert. Das heißt, wenn ihr die Radmutter abnimmt, dann lässt sich dieser Radmitnehmer einfach komplett abziehen, dann habt ihr den in der Hand. Also solltet ihr schauen, wenn ihr auf dem Schraubertisch das Auto irgendwie setupen wollt oder reinigen wollt, dann solltet ihr auf jeden Fall entweder die Räder drauf lassen oder die Radmuttern einfach kurz festziehen, damit ihr nicht alles hier verliert. Weil die Achsen, also innen drin die Kardans, es sind übrigens keine Doppelgelenk-Kardans verbaut, sondern ganz einfache Kardans. Die sind auch nur durch einen Stift, der durch Einschieben ins Kugellager fest ist, also nicht wegrutschen kann. Was auch noch zu sagen ist, bei dieser Version, beim Club Racer, sind keine Stabilisatoren verbaut. Das ist auch das Einzige, was ich als Upgrade oder Tuning-Teil mitbestellt habe. Und zwar gibt es da ein Stabi-Set auf der Website. Also das fand ich ganz gut und habe gedacht, für die paar Euro nehme ich das einfach mit. Was auch noch zu erwähnen ist, sind die Schrauben. Also die Schrauben an sich sind in Ordnung. Aber ihr solltet auf jeden Fall prüfen, ob in der Lenkung und überall anders die Schrauben auch ordentlich angezogen sind. Also nicht festballern wie blöde, sondern einfach ordentlich festziehen. Weil wenn der Hersteller das einfach mal nicht gemacht hat, dann gibt es ein böses Erwachen auf der Bahn und das wollen wir ja nicht. Also da solltet ihr auf jeden Fall drauf achten. Die Querlenkerhalter sind auch aus Aluminium gefertigt. Also das ist wirklich ordentlich. Und hier gibt es auch Einsätze, mit denen man, wenn man die wechselt, dann kann man hier die Vorspur sehr schnell einstellen. Also das ist auch ziemlich löblich. Was ihr auch machen solltet, wenn ihr den Motor befestigt, dann solltet ihr das Top-Tech wegschrauben und, wie ich finde, den zweiten Motorträger, damit das Auto ja symmetrisch ist, wie vorhin besprochen, denn sonst bekommt ihr die Schrauben einfach nicht rein. Also das ist ein richtiges Gefummel. Und wenn die eine Seite weg ist, dann geht es eigentlich relativ leicht. Was gibt es noch zu sagen? Ja, die Dämpfer an dem Fahrzeug sind auch ordentlich. Es sind zwei Loch-Kolbenplatten verbaut und es ist bereits mit Öl befüllt. Aber ich rate euch auch da, befüllt auch mal die Dämpfer neu, damit ihr auch mal ein Gefühl dafür kriegt. Und dann sollte das auf der Bahn gut laufen. Ansonsten könnt ihr bei dem Fahrzeug alle Einstellmöglichkeiten, die ihr möchtet, vornehmen. Also ihr könnt Sturz und Vorspur und solche Sachen alles verändern. Auch den Radstand kann man leicht anpassen, wie man möchte. Also das ist wirklich ein ordentlicher Tourenwagen. Dann möchte ich noch ein bisschen auf die Anleitung eingehen. Es ist eine allgemein gehaltene Anleitung von SNRC zur Version 2021, also dem R3. Hier sind aber auch die R2, D2 und keine Ahnung, was die sonst noch so bauen, mit abgebildet. Die Anleitung, die ist tatsächlich ordentlich, also da kann man nicht viel sagen. Ich blätter hier mal vor, habe mir so einen Marker gesetzt zum R3 selber. Und wenn wir da hinspringen, dann sehen wir eigentlich, dass wir nicht viel sehen. Also es ist so, dass hier so eine Explosionszeichnung erstellt ist. Also das ist klar, das ist ordentlich. Aber da das Auto fertig gebaut kommt, gibt es hier nicht viel zu erklären. Und die erklären auch nicht viel. Also ja, das war es eigentlich schon. Da kommt schon eine Pro und dann kommen schon die ganzen Tuning-Teile. Also ihr müsst eigentlich euch selber da durchwurschteln, aber dafür kommt das Fahrzeug ja aufgebaut. Ich bin übrigens kein Fan von aufgebauten Fahrzeugen, denn ihr wisst nicht so genau, was ihr da bekommt, ob alles richtig gut verbaut ist, was eingestellt ist,
ob die Querlenker frei fallen, das muss man alles prüfen. Und ich finde, man lernt so ein Fahrzeug erst richtig gut kennen, wenn man es auch komplett selber aufbaut. Aber das ist natürlich euch überlassen. Wenn ihr einfach draußen auf der Bahn oder auf dem Parkplatz oder wo auch immer ihr gerne fahrt, wenn ihr dort fahren möchtet, ohne groß zu schrauben, dann ist das sowas natürlich das perfekte Auto. Was auch noch zu erwähnen ist, es ist eine Karosserie inklusive Stickerbogen auch hier mit dabei. Ja, da gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Ist eine Standardkarosserie, die hat sich gut lackieren lassen. Das Einzige, was ein bisschen doof ist, sind die Sticker. Die finde ich halten nicht so gut, weil die auch ein bisschen zu dick sind. Also manche Hersteller, die machen die eher dicker, also papierlastiger. Und manche haben wie so dünne Folien. Und die gehen halt einfach immer so ein bisschen ab, weil sie einfach zu dick sind vom Material. Aber sonst gibt es zu der Karosserie nicht wirklich viel zu sagen. Zum Abschluss möchte ich noch sagen, also für mich ist es sogar teilweise rätselhaft, wie man für dieses kleine Geld so viel Tourenwagen bekommen kann. Früher war das eigentlich nicht möglich, möchte ich sagen. Also wirklich ein aktuelles Mittelmotorauto mit Carbon-Chassis und allem drum und dran, was man eigentlich so braucht. Also das ist schon ein sehr, sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, möchte ich sagen. Also ich war sehr überrascht und zwar positiv. Und das kann ich euch nur so weitergeben. Natürlich ist es euch überlassen, ob ihr das Auto kaufen möchtet oder auch nicht. Oder ob ihr nochmal schaut, was es denn anderes gibt. Das würde ich euch sowieso empfehlen. Es gibt ja auch noch die Markenkarten zum Beispiel. Habe ich hier auch schon mal vorgestellt auf dem Video. Und auch Express ist ja auch sehr beliebt. Also ihr braucht gar nicht drunter schreiben, Gregor, teste auch mal das Auto und das Auto und das Auto. Es gibt natürlich immer sehr, sehr viel auf dem Markt. Das ist ganz klar. Und ich kann da auch nicht alles durchtesten. Ich wollte aber auch mal auf die Schiene eingehen. Der Beginner, also am unteren Ende der Preisliga, es muss nicht immer dieses hochpreisigste professionelle Auto sein. Man kann auch mit so einem Fahrzeug sehr, sehr viel Spaß haben. Und auf der Bahn hatte ich das tatsächlich. Also mich hat es einfach überrascht. So, dann möchte ich euch einfach Danke sagen fürs Zuschauen. Ich wünsche euch weiterhin alles Gute in diesem Jahr und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Euer Gregor.